Ja, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, falls ihr euch fragt, wie ich da rausgekommen bin, ganz einfach. Ich habe das Spiel ausgemacht und als ich wieder neu das Spiel angemacht habe, war ich schon hier draußen. Also, falls ihr auch nicht den Ausgang findet, einfach das Spiel neu starten und dann seid ihr wieder oben. In der Chancenregel den goldenen Schlüssel stehlen. Na, warum auch nicht? Lernen. Bonjour. Was hast du denn getrieben? Gar nichts. Hast du das Schloss gefunden? Ja, es fehlt nur der Schlüssel. Weißt du noch, der Soldat mit der Kiste von dem kleinen Kommandant? Ich habe ihn gerade auf dem Markt gesehen. Merci. Und ich hatte gesagt, du bleibst hier, oder etwa nicht? Hey. Oui, Monsieur. Ach komm, Arno, du warst als Kind genauso. Und ja, die Guillotine-Flinte habe ich jetzt erstmal beiseite gepackt. Ich finde, das Edenschwert ist viel besser für das große Finale. Ich bin halt Traditionalist. Natürlich machen wir es jetzt erst, wenn wir erstmal wieder unsere Sachen wieder auffüllen. Wieder mal eine Verfolgungsmission. Super. Ach nein, nicht loslassen. Also, schon alle Kriterien erfüllt hier. Ja, die Dächer sind auch immer ein guter Punkt, um einen zu verfolgen. So. Thank you.
seid doch alle gleich. Ja, ich bin ein Rüpel, was dagegen? Langsam müsste er doch irgendwo ankommen, also wirklich. Aha. Endlich mal. Ins Haus schleichen, na dann. Hier irgendwo geht's doch bestimmt rein. Okay, auf der Seite schon mal nicht. Also B. Ja, wenn man schon mal hier ist, kann man es auch so machen. Gott. Super gemacht, Arno. Also, da lernt man Giftgas und dann macht er sich selbst fertig. Ach, ausgedrückt. Halt, na dann. Ja, viel Spaß. Ah, da ist ein Fenster offen. Ja, ich bin gerade ins Haus geschlichen, mein Jutta.
Tja, was jetzt? Hat ja nicht wirklich was gebracht hier. Tja, ich bin gerade ins Haus geschlichen. Tja, die große Frage, warum muss man da hin? Okay, da kann man nicht rein. Sehr, sehr seltsam. Oder hätte ich ihn nicht töten sollen? Ich kapiere es nicht. Ich glaube, das hat sich nicht synchronisiert gehabt. Super. Letzten Checkpoint laden, bitte. Ein recht lieber Idiot, was? Ja, ja, ich hab euch auch lieb. Feiger Bastard! Los! Diesmal für mich. Fast eine ganze Truhe voll. Gib es mir. Der Kommandant ahnt noch immer nichts. Er hat Geschäfte in Paris. Die übliche Summe plus eine Beförderung. Très bon. Es ist mir immer ein Vergnügen. Komm, ich verschaff dir ein schnelles Ende, wenn du lieb fragst. Hey, ist da etwas Gesetz sprechen soll? Ich krieg dich noch. Das, den kriegen wir locker. Oh, yes! Schneide die Fahrt!
machen! Du wirst im Kerker verrotten! Das werde ich wohl kaum. Sag mir, wo sich die Truhe mit dem goldenen Schlüssel befindet, oder deine Machenschaften kommen ans Licht. Ich bin nur auf unverfänglichen Profit aus. Wie eine Ratte auf Äpfel? Woher weißt du? Sicherlich wird der Vergleich für den Kommandant sehr aufschlussreich sein. Die Truhe wird in den Höhlen bewacht. Hier. Merci. Und nun geh mir aus den Augen. Na, hey, geht doch. Beschissene Bezahlung. Freude, Essen, Bauen, Beirre. Ach, das Leben bei der Gang. Und lauf mal, Arno, lauf! Oh! Gut, dann machen wir es halt so. Wir laufen einfach. Ich sehe dich auch, Kumpel. Ich werde dich erledigen. Haha. Okay, nicht den, den ich treffen wollte. Dann weiter.